Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play What Remains of Edith Finch. Ja, wir haben jetzt Louis Finch, seinen letzten Ort. Das war schon... Es war süß, es war schön, diese alten Spiele da wieder drin zu haben. Es erinnerte mich wirklich sehr an die alten Spiele, die ich früher gespielt habe, muss ich sagen. War echt klasse, der Tod war schon heftig. Da ist eine Mikrowelle am Kopf. Ja, wir gucken direkt zu, wie das wie der Käse zerfließt. Und langsam, denke ich, gehen wir jetzt zu Edith Finch selbst, ihrer Geschichte. I'm way back from Louis's funeral. My mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Ja, ihre Mutter ist ja noch da. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Schon krass hier oben. Hier zu sitzen. Da zu sitzen. My mom ended up leaving everything behind. To teach and to learn. Dawn Finch. Erfahren wir jetzt noch Dawns Geschichte. Die fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Gehen wir hoch. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Origami-Vogel. Vögel, Drachen. But it had to end one way or another. Schön. All that's left now is to tell you about that last night. Die letzte Nacht. Das ist das Haus aus Pappmaché, also aus alter Zeitung. So schön hier oben. Nicht viel Platz, aber schön. Das sind so die Erinnerungen an den ganzen, was so passiert ist. So ein bisschen, ne? Zeichnung. Da ist auch die diese Krake. Nein, nicht Krake, Qualle. Ne? Vögel. Irgendwie fehlt noch die Katze, ne? Astronaut. Und eine Katze fehlt mir nur noch hier irgendwo, ne? Katze? Edith. Okay, ich versuche eigentlich hier ein bisschen Zeit zu schinden, weil ich will nicht das sehen. Da ist eine Katze angehaucht. Der Hai. Molly. Also schauen wir uns jetzt das an. Last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused.
für die kleine Edith? Und die Edith? Ihre Oma? The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Nichts von dem anderen Eingang. Or that Edie had a key to it. Kann man da schon durchgucken? Nein. Thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Moment mal, die Geschichten von ihr. Hier ist sein Bett. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finch by Edie Finch. Die Oma also. Dear Edie. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ganz zurück. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Ja, gut. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Das heißt also ein Tsunami? I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Ich geh jetzt mal hier rum. Ich hoffe, das ist richtig. For a while, I wandered. I started seeing things. Was ist denn hier? Things I'd forgotten had ever existed. When I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Das kann wohl sein, Edie. Things I can't explain. But that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car.
I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Cool. Das können wir mit der Maus machen. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. Wie schön. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. You'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. Wer haben wir jetzt gerade geboren? But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
Also, das ist ein wirklich, wirklich sehr trauriges Ende gewesen. Also ich musste gerade mich ein bisschen sammeln, deswegen habe ich auch erstmal nichts gesagt. Ja, wir hätten es wissen müssen eigentlich, können. Oh Mann. Wir wissen eigentlich auch, was für ein Schicksal ihr Sohn auch hat. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Ein sehr schönes Spiel, und wenn dir dieses Spiel gefallen hat, hol es dir auf jeden Fall. Kauf es dir, unterstütze die Entwickler damit, damit wir noch mehr solche schönen, wenn auch sehr traurigen Spiele bekommen. Auch die Anlehnung der ganzen alten, wie die ganzen Geschichten aus der Gruft-Comics-Reihe zum Beispiel, oder auch das an deren eigenen Spiel, das fand ich einfach schön, mit so viel Liebe. Auch jetzt hier die ganzen Leute, die jetzt mitgemacht haben, als Kinder Bilder hier hinzusetzen in den Credits, ist wirklich klasse. Und ich lasse euch jetzt auch mal alleine mit den Credits und sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Bärchen.